zu stoppen und das hier ist fast fertig. Und Wall und Stücke. Und das schnell. Alles klar. Ein Knochen hätten wir da drüben. Hier haben wir Hühnchen. Ein Willi. Informationen über Fred. Ja, das hier war Freds geliebtes Haustier. Aber du erkennst nie im Leben seinen Namen. Nie. Bleib einfach da drin. Besser, wenn der Hund dich nicht erwischt. Wie bringe ich ihn dazu, den Namen des Huhns zu rufen? Stein werfen auf Huhn. Huhn klauen. Irgend sowas in der Art. Ja, die wollen nicht reden. Okay, Stücke und Wolle. Okay, das ist das Hündchen. Mit Jack reden. Jo, warum nicht? Na, was hat denn der zu sagen? Keine Chance. Der Anführer des Drashner Yeltals war nicht sehr emotional. Ach, der erzählt seine Abenteuergeschichten oder was? An diesem Tag weinte er. Auch ein Weg, an Informationen zu kommen. Mhm. Geschichtchen erzählen. Na dann. Petra. Toter Strauch. Ja. Stücke brauchen wir doch. Sehr gut. So. Dann sprechen wir mal mit Petra. Und was hat die so zu sagen? Was hast du vor? Was? Ich versuche nur einen anderen Weg in Freds Haus zu finden, also zu lernen, nur für den Fall. Ja, okay, alles klar. Dann suchen wir mal weiter und finden das Material, was wir brauchen, um die nächste Information zu kriegen. Also, Kent. Du bist das also. Du denkst, du kannst mich schlagen, den feinsten Freund Freds? Hey, hör mal. Aber ich sage dir was, Früchtchen. Ich bin der allerfeinste Freund Freds. Ja, der Feinste der Feinsten. Und das heißt, ja, dass definitiv. Du verlierst. Viel Glück. Ich habe echt keinen Plan, was ich mit dem machen soll. Ist klar. Hilda haben wir da. Okay. Hallo Hilda. Wer ist Hilda? Sie hier oder was? Wohin? Hi, Sie hier ist Hilda. Du willst etwas über Fred wissen? Ja, genau. Woher weißt du? Nicht schlecht. Sein Lieblingswerkzeug? Eine Diamanthacke. Ich muss zwei. Merken. Und ich nehme den Pilzanbau Diamanthacke. Ernsthaft? Cool, ja, klar, klingt logisch. Die Jacke. Tschüss. Lieblingswerkzeug, die Jacke. Ist gemerkt und dafür ist eine Kindheitserinnerung aus meinem Kopf gelöscht worden. Ja, schön. So, es wird aber wahrscheinlich mehr als eine Frage geben. Deshalb müssen wir mal gucken, wie wir mehr Informationen kriegen. Cam. Bitte, bitte, tu mir nichts, Fremder. Ich habe gemacht, warum du mich gebeten hast. Ja, okay. Ja. Flipp nicht gleich aus. Ich gehe jetzt schön langsam und unbedrohlich ein paar Schritte zurück. Ja. Die gehört wohl der ortsansässigen Pegida-Gruppe an. Spaß. Mit Vader reden. Also, Stückchen holen. Zack. Haben wir jetzt genug Stückchen, die kann oder? Kann ich gut gebrauchen. Haben wir genug Stückchen, um die Leinwand zu kräften, oder? Noch nicht. Weiter. Tja, ja. Wie
Wasser. Coole Moves. Ja, in einem Eimer. Zum Eimer werden. Coole Moves, Raider. Du übst also weiter. Kämpfen. Kämpfen. Ich hab nicht gemerkt, dass du. Ich will einfach nur bereit sein. Naja, jedenfalls. Bin bereit für den Kampf gegen Headman. So schaut's aus. Naja, kaputt. Aber ich frage mich, wie dieser Ort früher aussah. Bestimmt ganz unglaublich. Ja, bestimmt ganz supi. Der Admin wird mit Beacon Town nicht dasselbe machen, oder? Wir haben keinen Plan, was er da umgemacht. Könnte schon alles vernichtet sein. Ja, das wird Romy auf jeden Fall bereuen. Wenn er Beacon Town etwas antut, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass er es bitter bereut. Ja. Du bist manchmal echt beängstigend. Auf eine gute Art. Hör mal, wenn ich eins da gelernt habe, dann, dass mein Körper immer bereit sein muss für alles Mögliche. Eins, na, Liegestütze. Los, Raider. Hey, komm, Luna, hoch, runter, komm her, runter. Geh mir zum Hof. Massewiderstand, klar? Ja, das ist vielleicht ein bisschen übereifrig, aber... Ja, okay. Das hat gesessen. Los, Rocky. Das hat gesessen. Ja. Okay. Na, dann lassen wir den mal trainieren. So, das Huhn weglocken und ihr eine Leinwand geben. Ja. Klingt nach einer Mission. Alles klar. Malen wir ein Bild. Habe ich denn genug? Ah, okay. Gemälde. In der Mitte die Wolle. Und drumherum das Schießpulver. Ja, warum nicht? Ein Schießpulvergemälde, ein explosives Gemälde. So, so und so. Na dann, erstellen. Das ist doch spitze. Schön, alles fertig. Liebreizend. Ich werde es in Freds Lieblingsfarbe streichen. Nicht irgendein Blau. Lapis. Ja, sagte ich doch, Blau. Lapis Lazuli Blau. Oh, dieselbe Farbe. Also Dia-Hacke, nicht Spitzhacke, sondern Hacke. Dia-Hacke und Lapis Lazuli Blau. Okay. Und dann müssen wir nur noch das Huhn weglocken. Wie wir das hinkriegen. Stimmt, mit dem Sprengstoff, mit dem... Vielleicht können wir irgendwo TNT herstellen. Am Feuer nicht. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Ja, weil er trainiert ordentlich. Dass er irgendwann mal groß und stark wird. Ja, sie nochmal ansprechen? Nein. Hier keiner? Nein. Das bringt nichts, mit dem zu reden. Da hinten etwas. Tja, hat jemand eine Idee? Wie wir jetzt das Huhn rauslocken? Da ist sie. Die Gärtnerin. Mit wem können wir so reden? Mit Winter können wir noch ein bisschen tolken. Na komm. Ah, da bist du ja. Können wir anfangen? Nee, bitte noch nicht. Ich bin noch nicht bereit. Noch nicht ganz. Ich brauche noch ein paar Informationen. Das Hühnchen noch rauslocken. Sind da bis dazu die Blau als Lieblingsfarbe und... Die Dia-Harke haben wir als Info. Hier können wir nichts mehr craften. Ja. Hühnchen weglocken. Wie können wir machen, dass der den Namen laut ausspricht? Ansprechen können wir da nichts mehr. Hier können wir auch nichts mehr bewegen. Können wir nichts machen. Hühnchen. Können wir einen Bräuter aus dir machen. Ja, sie malt dann schön in Lapis Lazuli Blau.
Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe nicht wirklich die Möglichkeiten. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mit dem Hündchen spielen, aber da müssen wir wohl raten. Dann fangen wir an. Da bist du ja. Das Lilau, die Hake, Diamanthake und das letzte. Ja, den Namen müssen wir dann raten. Ich bin bereit. Auf geht's. Na endlich. Ja. Alle mal herhören. Quiz. Ein Quiz-Duell. Die Wettkämpfe beginnen gleich. Jetzt wird gewettkämpft. Dann ja, müssen wir mal beim Namen ein bisschen raten. Bitte heißt den amtierenden Meister willkommen. Kent. Und wer fordert ihn heute heraus? Jesse. Jesse. Es ist Jesse. Jesse! Ja. Dieses Jesse, wo es kennt. Absolut normal. So wirke ich, der Beste der Besten, nun mal auf die Leute. Das ist die Krönung intellektueller Stärke. Kent, du gehst unter. Netter Versuch, Kent. Ich werde dich besiegen. Mach dich platt. Du willst mich fertig machen? Aber unbedingt. Dachte ich, wir machen mal was Neues. Was? Ich fordere euch heraus, eine feine Nachbildung von Fred zu bauen. Ja! Okay. Jesse ist der beste Baumeister. Und das dein Bild hinter uns ist? Eine Nachbildung von Fred. Unten ein bisschen blau, rot eigentlich kaum. Das ist schwarz. Das ist hellblau. Mach mal Pixel Art oder sowas. Viele Steine haben wir ja eh nicht. Okay. Dann machen wir mal den Schrank breit. Ist ja irgendwie ein Schrank. Eine Nachbildung, also. So, dann kommt hier in der Mitte ein gelber drauf, ein weißer. In der Mitte sagte ich, ja so, können wir das abbauen. Ja, ich glaube, ich mache mal ein bisschen Zeitraffer oder machen wir es nicht. Ja, ich weiß nicht. Machen wir vielleicht ganz kurz, bis ich das zu Ende gebaut habe. So. Ich würde dann aufhören. Das kann ich besser, ja, sicherlich, aber. Hübsch. Ja. Ja, ja, Jesse, es scheint so, als hättest du Fred sein ganzes Leben lang gekannt. Ja, mit Sicherheit. Wie kannst du das sagen? Das Ding sieht überhaupt nicht aus wie unser gefallener Anführer. Da gebe ich ihm recht. Die wahre Größe lag nicht in seinem Aussehen, Kent, sondern in seinem Geist und Charakter. Das ist deine wahre Essenz. Ja. Aber dir muss ich Punkte für Detailtreue geben. Dieser unglaubliche. Naja, das sieht jetzt auch nicht sonderlich sehr gut aus. Diese Runde endet unentschieden. Was? Das war die wohl beste Nachbildung von Fred in der Geschichte des Wettkampfes. Definitiv. Kommen wir zu den Fragen. Kent, du fängst an.
Aber sicher doch. Du hast nur wenig Zeit, um dich zu entscheiden. Was war Freds Lieblingsessen? Lieblingsessen, das wisst ihr jetzt nicht. Als wahrer Feind der Freund Freds weiß man, dass er am liebsten Brot aß. Wahrer Feind der Freund. Jetzt du, Jesse. Ach Mann. Fred liebte die Farbe Blau, das weiß jeder. Aber welches Blau liebte er am meisten? Deine Zeit läuft. Türkis, Blau. Nein, da bist du so nie. Verdammt. Oh, das tut mir echt leid, Jesse. Aber das war falsch. Die Runde geht an Kent. Mal sehen, ob Jesse aufholen kann. Oh Mann. Ich muss da nochmal von vorne bauen. Kent. Fred war ein einfacher Mann. Nicht Türkis, da bist du so nie. Vergessen schätzte. Schon wieder. Sein Lieblingswerkzeug. Komm, die Hake müssen wir hinkriegen. Was war es? Eine Diamanthacke. Schön. Ich hätte die Frage bekommen. Fred hatte einen ständigen Begleiter. Einen feinen, gefiederten Freund. Wie lautet der Name seines Haustiers? Wir haben einmal ein Hühnchen getroffen, das hieß Benedikt. Quasselstrippe? Freds Haustier, sein bester Freund, hieß Quasselstrippe, weil er immer so viel schwafelte. Ja. Das ist korrekt, Jesse. Oh, wollte ich warten. Nächstes eine Frage. Jesse, das ist deine letzte Chance auf den Sieg. Obwohl ich eine Frage schon falsch habe. Hört beide genau her. Jetzt muss ich raten. Die letzte Frage kann nur der allerbeste, feinste Freund Freds überhaupt beantworten. Oh Mann. Aus diesem Grund gibt es doppelte Punkte. Wer die Frage zuerst richtig beantwortet, gewinnt eine Nacht in Freds Haus. Ja. Von allen Bäumen im Wald, aus deren Holz wir unsere Heime gebaut haben. Welches war Freds Lieblingsholz? Puh, wow. Was? Eiche, Birke, oder? Ja. Es ist Birke. Es ist Birke! Du, genau. Ja, Birke war Freds Lieblingsholz. Das hat mir doch vorhin irgendjemand gesteckt. Das stimmt! Jesse hat gewonnen! Jesse, das war Wahnsinn! Obwohl ich die erste Frage falsch gemacht habe. Herzlichen Glückwunsch! Hab's gewonnen. Das war unglaublich. Cool. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der von diesem Ergebnis überrascht ist. Alles klar. Dein Preis ist eine Nacht in Freds Haus. Wenn aber das mal keine Falle ist. Durcheinander. Und das ist dein Schlafanzug. Das war Schlafanzug? Wow. Nur die Meister ja, okay, der ist ein bisschen geknickt. Das ist ein sehr hohes Privileg. Ich liebe ihn. Danke, danke. Ja. Okay. Gewinner. Jetzt können wir da rein. Jesse, ich hoffe, du findest bald, was du suchst. Das hat uns doch mehr geholfen. Okay. Im Haus. Sehr bequem. Gut, wäre ich eine Waffe, wo würde ich mich verstecken? Eine Waffe. Unterm Bett. Bestimmt. Es macht sich ja niemandem etwas aus, wenn ich... Ach so, springen. Ich hätte gedacht, die Waffe unterm Bett verstecken. Und dann... nochmal springen. Das macht so irre Spaß. In Blau natürlich alles. So. Ansehen. Haben wir hier eine Waffe drin? Im Regal. Lesen. Ein Büchlein. Klasse. In Blau natürlich. Die Hälfte der Seiten fehlt. Und auf dem Rest stehen sehr viele Notizen. Ja. So. Hier was zum... ein Tagebuch oder was? Was steht denn hier drin? Es war einmal vor langer Zeit, da ein hatte ein kleiner Enderman Angst vor der Dunkelheit. Alle größeren Endermen ärgerten ihn deswegen und ließen ihn nicht ihre Enderman-Spiele spielen. Ende? Wir können auch weiterlesen. Naja. So, hier hinten gibt es noch was. Ein Poster von einer Diamantenspitzhacke. Ein Schrank. Und da mal keine Waffe drin ist. Nichts mehr drin. Nur ein Knopf. Außer diesem Knopf. Drück ihn. Er ist blau. Eigentlich drücke ich nur rote Knöpfe, aber
Ja. Das ist ein... Oh. Ein wow. Geheimer Keller. Ein Geheimraum. Hm. Na, wenn irgendwo die Waffe versteckt ist, dann wohl hier. Oh, eine Karte da hinten. Dann schauen wir uns wohl mal die Karte an. Drei Städte. Hm. Da ist die Oase Kopfplatz. Und dort die Feste. Die dritte ist Romeoburg. Was für ein Name ist das bitte? Romeoburg. Ein ziemlich selbstverliebter Name. Hm. Oh, ja, im Bücherregal war was. Da können wir was lesen. Im Dunkeln. Dieses Buch enthält das gesammelte Wissen der Überlebenden. Wir sind eine Untergrundgruppe von Überlebensexperten, die seit langer Zeit hier hausen. So geht das immer weiter. Gezeichnet von einem Meister. Mhm. Der große Meister. Ja, hier noch was zum Erkunden. Noch was Tolles. Hier gibt's doch was, ein Buch. Hier wird halt viel gelesen. Ich hatte Zweifel, Bücher mit runden Ecken. Von zu Hause wegzugehen. Ich bin froh, dass Xara und Romeo bei mir sind. Das ist doch Fritz Tagebuch. Fritz Tagebuch. Ich weiß nicht, was Romeo noch will. Ein Tagebuchschnüffel. Ja. Ich wollte doch nur, dass wir drei zusammen sind. Vielleicht hätte ich die Hütte nie verlassen sollen. Wir waren dort nicht einfach nur glücklich. Wir waren zu Hause. Moment. Zu Hause? Dann redet er nicht von hier. Sure. Auf der Karte war keine Hütte eingezeichnet. Da müssen wir wohl eine geheime Hütte finden. Das Rätsel ist Lösung. Sonst ist hier nichts. Nicht anders. Vielleicht haben die anderen was gefunden. Na. Im geheimen Schrank. Winter! Jessie, ich muss dich etwas fragen. Ja, was? Woher wusstest du die Antwort auf die letzte Frage? Das geraten? Das wissen die allerwenigsten. Und selbst mir hatte man es nur unter strengster Geheimhaltung mitgeteilt. Ich enthülle meine Quellen nicht. Du bist kein gewöhnlicher Wanderer, oder? Vielleicht haben ich hab sie natürlich doch geraten, aber... Vielleicht kommst du von ich hab's doch irgendwo gehört. Seit du angekommen bist, kocht die Gerüchteküche. Ich glaube, Sarah war das, die das gesagt hat. Von Landen, oder? Von denen wir noch nie gehört haben. Wo habe ich das gehört? In dem Part. Oder im letzten was Part. Das angeht. Also, hast du wenigstens gefunden, wonach du gesucht hast? Nee, aber ich weiß, wo ich weitersuchen muss. Ich wüsste nicht, warum Vielleicht. Fried eine haben sollte. Aber ich bin zugegebenermaßen neugierig. Ich fürchte, wir müssen dich erneut um Hilfe bitten. Ja. Echt? Fred erwähnte eine Hütte, in der er, Xara und Romeo gelebt haben. Romeo? Hat der Romeo gesagt? Der Admin? Ja, der Admin. Im Moment wütet er in unserer Stadt und gibt sich als ich aus. Wir müssen ihn aufhalten. Mhm. Wir müssen ihn stoppen. Stopp den Admin. Stoppt den Admin. Stopp den Admin. Aber ich brauche im Gegenzug auch etwas von dir. Wenn du wirklich von da oben kommst, musst du einen Weg kennen, wieder hochzukommen. Nimm uns mit. Über das Grundgestein. Winter, was soll das heißen? Wir wissen gar nicht, was da draußen lauert. Aber es muss Weg. Doch besser sein als hier. Hier sind wir sicher. Romeo hat uns hier unten eingesperrt. Dieser Weg funktioniert vielleicht dass nicht. Wir hier bleiben. Diese Genugtuung will ich ihm nicht geben. Müssen wir lieber natürlich, aber ich will euch nicht zu viel Hoffnung machen. Wir wissen selbst nicht genau, ob es wirklich funktioniert. Vielen ja, Dank. Muss man ehrlicherweise sagen. Eine Chance ist immerhin mehr, als wir im Moment haben. Klingt, eine kleine als wäre Hoffnung. Da noch etwas Überzeugungsarbeit nötig. Sie kann werden schon sehen. Einlenken. Dank der Mycel auf dieser Insel konnten keine Monster entstehen. Bisher waren wir sicher. Aber das wird nicht ewig so bleiben. Mycel. Unsere einzige Chance auf eine echte Zukunft liegt dort oben. Xara repariert das Portal, das uns hinaufführt. Wenn ihr es verwenden wollt, kommt zur Oase. Fred hat mir den hier gegeben, bevor er... Magischer Kompass. Bevor er verstorben ist. Die Nadel weist nach Hause. Als er nicht zurückkam, wollte ich ihr folgen, wurde aber an den Toren nach Romeoburg aufgehalten. Mhm. Wir werden nicht aufgehalten. Also wir kommen da durch.
bekämpfen uns voran. Bitte, pass gut darauf auf. Du hast bewiesen, dass du Fritz' Andenken in Ehren hältst. Ich kann dir das hier also anbieten. Das ist ja nett. Du musstest das nicht tun. Sehr freundlich. Danke. Wirklich. Gern geschehen. Ich bereite meine Leute vor. Du nimmst das hier. Noch mehr Geschenke. Gib uns ein Signal, wenn du bereit bist. Ach, eine Signalrakete. Okay, auf geht's. Wir super, du bist hier. Zur Hütte. Wir haben ein neues Ziel, daher... Ich schau mal vor. Ich werde hier bleiben. Sehen, wie ich helfen kann. Mhm. Was? Nein. Jack, wir müssen zusammen bleiben. Hier bleiben. Dieses Mal nicht. Wir sind ihre beste Chance zu entkommen. Wir und das okay. Portal, das Xara repariert. Ich kann hier Gutes tun. Winter, helfen Sie zu überzeugen. Aber wir brauchen Jack, dich. Du kannst nicht bleiben. Wir brauchen dich. Eben. Ja, komm mit. Einer für alle, alle für ein. Oder nicht? Musketiere. Diese Leute brauchen mich. Freunde, komm mit, Jack. Nicht zurück. Kommst du mit auf die Reise? Sobald du die Waffe hast, verschwinden wir von hier. Wie geplant. Du lässt es uns nicht einmal versuchen, dich umzustimmen, was? Komm mit, Jack. Nein, Petra, ich. Jetzt. Meinetwegen. Bleibst du hier, oder was? Wir sehen dich an der Oase. Wenn du den Feuerwerkskörper zündest, den Winter dir gegeben hat, komme ich sofort. Und zwar das will ich hoffen. Mit ein paar neuen Freunden. Mach das. Na, mal Spuckfeldgewehr. Wenn es jemand anders macht, oder? Komm her. Jetzt hat er das Lama angespuckt. Na dann. Auf geht's zur Hütte. Zum neuen Ziel unserer Reise. Na dann. Mit den Loren geht's zurück. Mann, unglaublich, dass Jack echt bei diesen Freaks in Freds Feste bleiben wollte, oder? Mir doch egal. Was? Erwartest du echt, dass ich das glaube? Lass es, Ray. Komm schon. Ja, komm, Raider. Ich würde auf Petra hören und es einfach lassen. Die verpasst ihr wirklich eine. Okay, schon gut. Also, was sagt der Kompass? Fahren wir noch in die richtige Richtung? Moment, ich sehe nach. Sieht aus, als wären wir noch richtig. Ja. Die Strecke endet hier. Haltet euch fest, Leute. Endstation, alles aussteigen. Alles rausfallen. Ja, eine wilde Fahrt. Na, nicht für dich. Lama. Mach's nicht kaputt. Die Strecke ist völlig hinüber. Ja, was soll das? Okay. Ein Langsamkeitstrank. Der Jeep vom Admin. Oh nein. Oh oh. Wir haben keine Waffe. Wir sind irgendwie nicht langsam. Er will uns töten. Oh, Schreck. Was ist mit dem los? Trinke! Oh. Was war das? Nein! Hilfe! Was okay, passiert Moment hier? Mal. Wer bist du? Was machst du? Warum verfolgst du uns? Was hast du mit all dem zu tun? Komm schon, im Ernst. Wer bist du? Ich bin ein Schatten, geschickt, um alle unechten Jessies zu eliminieren. Aber ich bin wirklich Jessie. Ach, wirklich? Dann beweis es. Ja. Sag mir etwas, das nur Jessie wissen kann. Okay, du willst etwas wissen, was nur Jessie wissen kann? Kartoffeln sind mein Lieblingsessen. Ich? Moment, Kartoffeln? Echt? Nein, tut mir leid, ich bin nicht überzeugt. Schwertkampf! Sag auf Wiedersehen, Betrüger! Alles klar, ich hatte echt Geduld mit dir, aber jetzt reicht's. Wenn du nicht sofort dein dummes Schwert aus meinem Gesicht nimmst, wirst du es bereuen. Ah ja, dieser drohende Tonfall ist unverwechselbar. Du bist wirklich Jessie. Das kann nicht sein. Wer? Was? Ivor. Ivor. Ja, ich bin es. Dein Freund Ivor. Ich bin jetzt ein Ninja, Jessie. Ach, du Schande. Was? Ninja, ja, Ivor. Es fing an.
eine seltsame Welt fiel, in der alles weiß war. Das Reich von Meister Shire behauptete, er sei ein Ninja-Meister. Cool. Ha, siehst du? Ninja-Reflexe! Moment, du wolltest mich angreifen. Warum wolltest du mich angreifen? Das wäre ziemlich schmerzhaft gewesen. Wow. Hat Meister Shire dir auch das Jammern beigebracht? Ich wusste nicht, wie ich dich sonst dazu bringe, endlich still zu sein. Ja, tut mir leid. Ich freue mich nur so, dich zu sehen. Es gibt so viel zu sagen. Vielleicht fängst du damit an, was zum Teufel du hier unten machst. Genau. Ja. Lass es mich erklären. Es fing alles an, als Harper und ich aus dem Urlaub zurückkamen. Wir stellten fest, dass du auf mysteriöse Phase, Quatsch. Ich glaube, ich mache für diesen Part mal Schluss. Ich habe jetzt eine Stunde am Stück aufgenommen. Das reicht erstmal für zwei Parts. Und da mich nach oben so zu euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwingfest verpassen wollt. Ansonsten sieht man sich im nächsten Part von Minecraft Story Mods Season 2 mit dem Zwingfest wieder. Episode 4 oder im nächsten Video auf meinem Kanal kommt bestimmt auch was ganz Tolles demnächst. Ja, haut rein, habt einen tollen Tag, man sieht sich, bis dahin, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.